Vamapadasana ist die Stellung des linken Beines. Man könnte auch sagen, die linke Beinstellung. Es gibt zwei Asanas, die als Vamapadasana bezeichnet werden. Uttishta Vamapadasana, die stehende linke Beinstellung. Stehe gerade, Fersen zusammen, Zehen zusammen. Von hier hebe das linke Bein gestreckt hoch, parallel zum Boden und lächle. Damit hättest du das linke Bein jetzt gehoben. In einer anderen Tradition ist es Vamapadasana, wenn du das rechte Bein hebst, sodass du eben auf dem linken Bein stehst. Und manchmal werden alle Gleichgewichtsübungen auf dem linken Bein als Vamapadasana bezeichnet. Du kannst zum Beispiel den Baum auf dem linken Bein machen, Vrikshasana. Du kannst Natarajasana auf dem linken Bein machen. Und du kannst auch Vimanasana auf dem linken Bein machen, die Arme nach vorne geben und das rechte Bein nach hinten. Und du kannst auch Garudasana üben, das rechte Bein um das linke winden und auch die Arme ineinander verschränken. Also auf eine gewisse Weise sind das alles Vamapadasana-Übungen, Stellungen auf dem linken Fuß. Umgekehrt wäre es auch Vamapadasana, aus der Stehhaltung das linke Bein zu heben. In manchen Traditionen ist Vamapadasana auch im Liegen. Du legst dich auf den Rücken und hebst hier das linke Bein hoch. Auch das ist Vamapadasana, die Stellung des linken Beines.